Es ist lange her, aber du warst früher einmal viele Jahre ein sehr hohes Tier am Hofe des Eispalastes, Jax. Soweit ich mich erinnere, warst du sogar dem Hybriden direkt unterstellt, nicht wahr? Ein ziemlich dunkles Kapitel meiner Karriere. Ich hatte dich damals in der Kuppelstadt von Abessa aber trotzdem nicht erkannt. Ein weiterer Beweis, dass unser blaues Elex unsere Sinne vernebelt, ohne dass wir es merken. Ich fand den Kampf gegen den Hybriden übrigens faszinierend einfach, aber wir waren noch gnadenlos überlevelt, glaube ich. Und ohne Ausdauer. Es gibt eine neue Gemeinschaft in Caracas. Sie nennt sich selbst die Sechste Macht. Diese Menschen versammeln sich in der alten Bastion, um gegen die fremden Eindringlinge zu kämpfen. Warum erzählst du mir das? Du wärst ein passender Kandidat für eine Waffengefährtin. Wenn du deine Stimmungsschwankungen im Griff hast, versteht sich. Aha. Und woher willst du wissen, dass ich nicht mit den fremden Eindringlingen sympathisiere? Ich schätze dich nicht so ein, dass du die Kontrolle über deine Existenz gänzlich aus der Hand geben würdest. Deine Expertise und Kampfkraft wäre für die Sechste Macht und auch für mich unentbehrlich. Mag sein. Vielleicht hast du ja sogar recht. Ein gewisser Reiz steckt in deinem Angebot, muss ich zugeben. Also, ich wäre der Sache an sich nicht ganz abgeneigt. Allerdings... Nicht ganz abgeneigt? Was heißt das? Du warst einmal ein Idol für uns alle. Du warst der effektivste Feldherr, den die Alps jemals hatten. Doch das ist schon lange vorbei. Du hast zusammen mit den freien Menschen einen Krieg gegen uns geführt. Ich habe auf eigene Rechnung gehandelt, das ist wahr. Doch ich hatte keine andere Wahl. Die Hybridmaschine hätte die Alps ins Verderben gestürzt. Sich auf die Versprechungen des Hybriden zu verlassen, war ein großer Fehler. Doch wenn alles nach Plan und der Direktive gelaufen wäre... Dann hätte die Hybridmaschine über kurz oder lang trotzdem alle Lebewesen Magalans in die Konverter gesteckt, um ihnen das blaue Elex zu entreißen. Du als Separatistin hast damals für die alten Werte der Alps und gegen die Hybriden gekämpft. Du solltest es besser wissen, Nyra. Niemand hätte das überlebt. Auch nicht die Alps. Meine Intervention und die der freien Menschen, die damals hinter mir standen, war mehr als notwendig, um das Schlimmste zu verhindern. Das aus deinem Mund zu hören, ist schon sehr befremdlich. Aber wer weiß. Vielleicht hast du recht. Vielleicht aber auch nicht. Wie ich schon sagte, diese Zeiten sind schon lange vorbei. Was sind deine Aufgaben hier im Depot? Im Wesentlichen bin ich dem Erhalt unserer Gemeinschaft verpflichtet. Mein Hauptinteresse liegt in der Beschaffung und Auswertung geheimer strategischer Pläne der anderen Gemeinschaften. Wir würden uns damit einen unglaublich großen Vorteil verschaffen. Wen genau meinst du, wenn du wir sagst? Die Menschen im Allgemeinen oder nur die Alps? Ist das von Belang? Nun, erst einmal nicht. Bis zu dem Punkt, an dem ein Interessenkonflikt vorliegt. Das ist irrelevant. Sag mir jetzt nicht, dass nicht auch die Sechste Macht davon immens profitieren würde. Sollte der Fall eines Interessenkonflikts eintreten, gilt es, die dann vorliegende Situation neu zu bewerten. Oh, du hast dir das offenbar gut überlegt. Nein, aber ich werde es tun müssen, sollte es tatsächlich so weit kommen. Wie auch immer, du musst zugeben, dass ein Risiko besteht, dass unsere Vereinbarung nicht von langer Dauer sein könnte. Das ist doch immer die Gefahr, egal in welcher Konstellation sich unsere Einigung gerade befindet. Das klingt ja spannend. Findest du? Ich denke, das wird sich noch zeigen, ob es zu einer solchen Emotion führt. Wie genau soll das ablaufen? Ich meine die Beschaffung der geheimen strategischen Pläne der anderen Gemeinschaften. Warum hast du so ein großes Interesse daran? Nun, wenn du hier in deinem Lager versauerst, wirst du nicht wirklich irgendetwas beschaffen können. Du wirst aus dem Depot heraus müssen und draußen brauchst du Hilfe, wenn du etwas erreichen willst. So, und du bist derjenige, der das tun wird, ja? Warum nicht? Ich helfe dir und du wirst meine Waffengefährtin.
Darüber sollte ich erst noch einmal nachdenken. Ich habe wenig Zeit. Gib mir eine Antwort. Ich denke darüber nach. Na schön. Ich will dich ja nicht bedrängen, aber... Du versicherst mir, dass du nichts von mir verlangst, was meinem Volk schaden könnte? Das kann ich dir nicht versprechen. Wir befinden uns in einem Krieg, in dem es ums Überleben der Menschheit geht. Sehr allgemein gehalten. Und trotzdem ehrlich. Das verstehe ich. Na schön. Ich werde das Risiko eingehen. Dann höre, was ich plane. Das Depot wird von ein paar Outlaws in der Nähe beobachtet. Sie haben sicherlich schon einige Daten über uns gesammelt und schmieden ihre Angriffspläne auf unser Hauptquartier. Diese strategischen Pläne will ich. Ich muss herausfinden, was die Outlaws über uns wissen, damit ich uns schützen kann. Wenn du Wort hältst und mich dabei unterstützen willst, dann ist das jetzt deine Gelegenheit. Ich bin dabei. Zeig mir die Outlaws, die du beklauen willst. Sehr zielstrebig, wie immer. Gut, ich bin bereit. Lass uns losgehen. Siehst du, da sind sie. Sie sind schon eine ganze Weile immer mal wieder hier aufgetaucht. Es ist nur ein Spätraum. Mag sein, aber ich lass mich nicht so gerne ausspionieren. Sie haben irgendwo in ihrer kleinen Lagerstätte ihre strategischen Pläne versteckt. Wir werden jetzt die Lagerstätte durchsuchen und ihre strategischen Pläne erbeuten. Was ist, wenn sie uns dabei erwischen? Es sind Outlaws. Niemand wird sie vermissen. Wir könnten ihnen die Pläne auch einfach unterm Hintern wegstehlen. Und damit die offene Auseinandersetzung vermeiden? Bin ich dagegen. Töten. Töten, 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 ach, töten, schön. Töten. Dann ist das eben so. Aber erstmal essen. Essen, 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 essen. Und trinken. Trinken, 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 trinken. Resistenz gegen Frost. Gesundheit. Hier 70. Energiebrühe. Kartoffelsalat. Lecker. Was haben wir hier denn? Gefüllte Frostpilze. Blutiger Burger. Boah, davon müsste ich mir mal mehr machen, wa? Müsste allgemein mal wieder kochen gehen, ne? Blutiger Burger. So, erstmal den. Sprühkäse kann ich eigentlich auch fressen wie Sau. Resistenz, Realität, ja, ist okay. Deftige Kartoffelpfanne, hier, zack, hau ich mal rein. Ah, mein Kopf! Und einmal speichern. Und dann will ich mal wissen, was genau soll ich jetzt machen? Wenn ich das nicht in den Griff kriege, passieren noch irgendwelche Dinge mit mir. Aufmerksamer Schlechter und ein Läufer. Wie du willst. Das überlasse ich dir. Was? Die da oben wegzuschlachten? Hey, Frendos! Was geht ab? Ich hab grad keine Zeit. Hey! Was scharwenzest du hier herum? Behalt bloß deine klebrigen Finger bei dir, verstanden? Alles klar, mein Regulator. Man, die gucken ja gerade nicht, ne? Ein gut geschulter strategischer Analytiker wird sie auswerten können. So. Jetzt nichts wie weg, bevor sie mich erwischen. Ah, zu spät. Du auch? Jetzt setzt sie so rum. Alter, macht der viel Schaden. Sagtest du nicht, es ginge auch ohne offene Auseinandersetzung? Unwichtig. Ich konnte die Pläne der Outlaws erbeuten. Sehr gut, gib sie mir. Ich danke dir.
Ich werde sie später auswerten. Damit haben wir vermutlich einen bevorstehenden Angriff auf unser Depot vereitelt. Wie ich sehe, stimmt dich das zufrieden. Ist das so? Nun, das können wir auch sein. Denn selbst die kleinsten Schlachten haben manchmal verheerende Wirkung auf das große Ganze. Okay. Und was nun? Ich muss erst noch darüber nachdenken. Solange bleibe ich an deiner Seite. Und vielen Dank. Keine Ursache. Da kommt jemand. Wer ist das? Dem seine Sache ist weg. Hab ich auch mal was? Ach, Ekrom. Der geht hier immer noch spazieren. Wir Alps sind das am weitesten entwickelte Volk der Menschen in Magalan. Sollten wir da nicht auch das Recht haben, die Zukunft zu bestimmen? Wo bin ich überhaupt? Der geht den ganzen Weg hier spazieren? Alter, der hat auch sonst keine Hobbys, ne? Okay, ich gehe nochmal da hoch. Nur falls ich was vergessen habe. Autsch. Da liegt nämlich was. Guck mal, da ist was runtergebackt. Seine Waffe hier. Die ist einfach weggebackt. Verrat. Das ist Verrat. Scheiße, komme ich auch nicht dran, ne? Auch keine Höhle rein oder sowas. Da komme ich einfach nicht ran. Scheiße. Ja, war wahrscheinlich eben nur wieder ein beschädigtes Schrottteil oder sowas. Okay, dann hau ich mir nochmal eben was in den Kopf. Was ist das hier? Ein Frostpilz? Bier. Haben wir 66? Kann ich mir ein paar von reinpfeifen? Besoffen bin ich offensichtlich nicht. Und dann lass uns doch mal hier gerade drauf zu, soll irgendwie ein. Achso. Gucken wir erstmal zu dem Strommast hin. Gibt's auch wieder Gezuppel. Ach nee, nicht so eine Frostechse da. Scheiße. Bin noch nicht geheilt. Schneewandler. Autsch. Oh, dumme Sau. Okay. Hier oben rannte noch ein Frosthühnchen rum oder was? Da so ein alter Kockel. Oh. Er hat ein bisschen mehr gefressen. Ich dachte eigentlich, ein Schlag reicht. Da ist noch so ein Frostwandler. Ich würde gerne den Hort finden. Wenn ich ehrlich sein soll. Okay, hier ist nichts. Ich erkenne hier leider nicht so viel wieder. Da hinten. Hier ist noch was mit Antenne. Aber der Hort müsste eigentlich. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Irgendwo. Hier ist das Depot. Der Hort könnte, müsste eigentlich irgendwie hier sein, ne? Aber hier ist ja so ein Turm von den anderen Viechers. Hier ist noch ein Konverter. Ich weiß nicht, wo der Hort ist. Der müsste hier irgendwo sein. Ich weiß aber nicht, wo. Weil ich sehe zum Beispiel auch diesen ollen Vulkanberg nicht. Bei dem
kamen wir hier ja irgendwie hin, ne? Ah, hier ist der Krater. Der Hort war... irgendwo hier. Ich frage mich aber nicht, wo hier. Ich weiß es nicht mehr. Könnte halt hier sein. Ich weiß ja, wir waren in irgendeinen Berg gehauen. Ich weiß aber echt nicht, wo. Warte mal, ich guck mal ganz kurz auf die Map vom ersten Teil. Ich glaube aber, wir können den Hort von Ignadon, den können wir, glaube ich, nicht aufsuchen. Mal eben da, so, pass auf. Map. Ach, das ist schon rausgezoomt. Ah, traurig. Also, hier ist... wo ist? Da ist Tavar. Das vor... so, von Tavar. Ne, da ist das vor. Okay. So, da ist dann das Kuppelding. Das ist hier auch. Und von da aus geradeaus weiter hoch. So, hier müsste irgendwo... so ziemlich genau. Hier müsste dieser Lavakrater irgendwo gewesen sein. Hier so. Wahrscheinlich das hier. Würde ich mal behaupten, weil das ist so ein bisschen von dem genau da drüber. Also das hier müsste der Lavakrater gewesen sein. Der ist jetzt aber eingefroren. Ich markiere mir den mal. So, und von da aus war dann hier irgendwo ein See. Kann man nicht ganz zuordnen, wo. Also das müsste der hier sein. Da steht nur was von Lava Lake auf der Karte. So, dann hier ist der Krater. Und dann müsste es hier sein. Hier müsste der Hort gewesen sein, wenn ich das richtig sehe. Das hier nicht, das ist zu groß. Ich kann das Bild leider... doch, ich kann es vergrößern. Ah, geil. Genau. So, hier ist der Krater. Und genau da drüber... ist der Hort. Also ein ganzes Stück ein bisschen versetzt, aber das müsste hier sein. Hier müsste der Hort gewesen sein. Okay, hier würde ich auf alle Fälle mal hingucken wollen. Das hier müsste eigentlich der Hort sein. Ich meine, Ignadon ist noch scheiße groß, wie man sieht. Hier weiß ich ehrlich gesagt auch wieder nicht, wo ich zuerst hingehen soll. Die maximale Anzahl eigener Marker ist erreicht. Was? Wie erreicht? Ich dachte, ich kann alles markieren. Ach so. Och, oh nein, ich kann nichts mehr markern. Scheiße. Na, das ist ja ganz toll. Okay, das heißt dann, wir müssten nach Osten.
Also hier lang irgendwie. Hallo. Oh, nicht gut. Ah, noch einer. Haben die auf einmal hier? Autsch. Hab keine Ausdauer mehr. Okay, der kam jetzt unverhofft. Den hatte ich aber nicht auf dem Schirm. Da muss ich mir erstmal noch ein bisschen Bier reinpfeifen. So, das kann man übrigens, falls ihr das im Hintergrund hören solltet, ist mein Sohn, der wahrscheinlich mal wieder nicht duschen gehen will oder was weiß ich nicht. Aber er war nun mal auf dem Spielplatz. Das heißt, er muss duschen. Und er hat dann immer, wenn er was nicht will, hat er davor kategorisch Angst. Ich will ihn ja nicht als Lügner hinstellen, aber glauben kann man ihm dann sowas auch nicht. Okay, ist das da das Depot? Nee. Oder doch? Ja doch, könnte das Depot sein. Okay, bin rüber. Boah, war ganz schön hot. Von Hot Take quasi. Boah, das hier mit Bier dauert ja ewig. Ein schöner besoffener Effekt wäre noch nice. Nach Osten wollte ich doch. Ich wollte noch nach da, oder? Ja. Da ist das Depot. Ich meine, können wir auch dran vorbeilaufen. So ist es nicht. Okay, aber jetzt müssen wir uns auch merken, wo wir schon drinnen waren, eventuell. Da ich leider nichts mehr markieren kann. Finde ich jetzt aber doof. Die eigenen Marker fand ich super, aber dass die begrenzt sind, das finde ich nicht mehr so toll. So, da ging es rein. Das ist wahrscheinlich der Hintereingang. Ja, er will nicht Haare waschen. Und er hört wieder nicht zu. Mama versucht ihm gerade was zu erklären. Und er hört nicht zu, weil er einfach nur drauf losjammert. Och Gott, das ist so lästig bei dem Kind, ne? So, moin. Bin noch auf der Durchreise. Wir gucken, ob ich den Hort finde. Der müsste, rein theoretisch müsste der da sein, aber... Ja, da müsste der sein, da wo es leuchtet. So lila. Das bedeutet aber, da es da lila leuchtet, ist der Hort nicht mehr existent. Das heißt, die Alps haben nicht den Hort übernommen, sondern Ignadon und den Hort links liegen lassen. Ich weiß, wir dürfen uns solchen Geräten noch nicht nähern. Ich weiß nicht, ob wir mittlerweile vielleicht stark genug sind. Möglich wär's. Aber ich glaube da fast nicht dran. So, was mache ich jetzt? Dich und dich vielleicht?